Dann machen wir weiter im Programm. Das Feld ist bereitet. Kurt hat es angesprochen. Ein wichtiges Thema ist Enrollment von Karten. Das ist natürlich, spielt für euch auch eine große Rolle. Und die Pluscard hat ja schon immer die Nase vorne gehabt beim Thema Sicherheit und gleichzeitig aber auch die damit verbundene Unbequemlichkeit für die Kunden möglichst gering zu halten. Korrekt. Und um das alles jetzt zusammenzubringen, gibt es ein Projekt mit FIDO bei Genau, euch. Und das, da ja. müssen wir jetzt erstmal einen Blick drauf werfen, was ist das Kurz überhaupt, worum zeigen. geht es da, wie funktioniert das? Und das zeigt uns jetzt Genau. Petra Also Selsbühl. eins vorweg, das ist ja jetzt kein Projekt mehr. Wir sind seit wenigen Tagen live, seit dem 16.06. 14 Uhr. Und die Filmchen, die ich mitgebracht habe, die sind noch mit viel Liebe handgemacht, weil wir es noch nicht mal geschafft haben, die offiziellen Marketingfilme bereitzustellen. Also bitte nachsehen. Und ich habe keinen Ton, ich versuche das so gut es geht zu erklären. Und die Jungs hier werden mich gerne unterstützen. Ja, gerne. Jetzt muss ich aber erstmal elegant davor. Und zeige zuerst. Am Anfang steht immer die Registrierung. Wie bekomme ich die Karte mit FIDO eben zusammen? So, das war gerade schon falsch. Ich bräuchte noch mal kurz Unterstützung hier. Den ersten vielleicht einfach starten gerade. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank. Das ist ja auch ganz schön, wenn man mal zwischendurch sieht, wer hier im Hintergrund eigentlich so arbeitet. Da kommen wir dann gleich noch mal zu. Genau, hier geht es dann im ersten Schritt um die Registrierung. Wir haben eine Webseite geschaltet. Hier gebe ich die Kartennummer ein, um mich zu identifizieren. Das ist meine Kartennummer. Und im zweiten Schritt akzeptiere ich die Verfahrenshinweise und benötige einen Aktivierungscode, der tatsächlich mit der Briefpost kommt. Sobald ich diesen Aktivierungscode habe, steige ich nochmal ein, gebe die Kartennummer ein. Und bin jetzt in der Situation, wo ich ein FIDO-Token auch ganz neu erworben habe und den auch initialisiere. Ich gehe weiter zur Registrierung. Und werde gebeten, den Sicherheitsschlüssel einzurichten. Meine liebe Kollegin Deborah aus dem Marketing. Tippe auf diesen Schlüssel, um einfach zu zeigen, da sitzt ein Mensch, das ist keine Biometrie, und vergebe, weil wir eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigen, zusätzlich einen PIN. Hätte ich diesen FIDO-Token schon vorher gehabt, wäre in diesem Schritt lediglich die PIN abgefragt worden. Fertig und bereit für den Einkauf. Jetzt gucke ich, dass ich das wieder zerstöre. Tatsächlich. Das muss man als Kunde erstmal alles hingekriegt haben. Als Kunde brauche ich hoffentlich keinen Film zu starten. Ja. Genau. Also FIDO ist einfacher als ein Film Ja. zu zeigen hier. Ich bin im Einkauf. Ich möchte diesen wunderhübschen Fernseher erwerben. Habe meine Karte hier übrigens schon hinterlegt, um das Ganze etwas abzukürzen, also Card on File. Checke aus. Schließe die Buchung ab, die Bestellung ab. Bekomme jetzt die Aufforderung, mich zu authentifizieren, also Hinweis vom ACS. Karte ist für FIDO registriert. Ich glaube, diesen Challenge Screen kennen wir. Hier kann ich übrigens auch whitelisten. Ich glaube, das Thema hatten wir gerade eben von Kurt. Sicherstellen, dass Sie es sind. Der Browser fordert mich auf,
die PIN einzugeben für meinen FIDO-Token. Auch hier nochmal, Kunde sitzt davor. Authentifiziere mich. Und habe den Kauf abgeschlossen. Das war es in Kürze gar nicht so spektakulär. Und komme jetzt nochmal zurück und freue mich auf Fragen. Unbedingt. Gleich schon mal im Laufen die erste Frage. Was passiert, wenn man da den Finger auf diesen FIDO-Token legt? Du hast gesagt, es ist keine Biometrie. Es könnte natürlich Biometrie, also wir würden natürlich auch einen FIDO-Token unterstützen, der Biometrie kann. Mhm. Aber das hier ist tatsächlich, wie ich auch selber lernen musste, einfach nur der Hinweis, da sitzt jemand. Ja? Also da steckt nicht einfach nur ein Token und jemand also anderes macht irgendeine Bestellung. Das ist ein Sensor, der einfach auf Berührung reagiert, genau. Egal. Ja. Okay. Das kann auch ein Button sein oder Ähnliches, ja. So, du hattest schon angesprochen, du hast noch zwei Jungs mitgebracht. Bei den beiden Jungs handelt es sich um Bernhard Binz von etc. und Uwe Hertel von Entersekt. Die beiden spielen in dem Projekt mit und Uwe, erzählt mal kurz, welche Rolle Entersekt in dem Projekt spielt. Ja, gerne, ja. Also ich starte mal durch. Das Ganze ist ja gestartet, ich glaube, 2019 die ersten Gespräche und Mensch, wir sagten also so ein gewisses FIDO-Stack, also so eine Basis haben wir ja eigentlich schon zur Verfügung, aber um natürlich eine 3D-Secure-Payment-Lösung zu unterstützen, braucht es schon mehr als einfach ein bisschen Technologie. Also haben wir uns entschieden, diesen FIDO-Surfer zu bauen und auch zertifizieren zu lassen. Ja, und das hat alles im letzten Jahr stattgefunden. Also die FIDO Alliance-Spezifizierung dann auch zu entwickeln, umzusetzen, durch Test-Suites bei der FIDO Alliance, ja, durchzubringen. Und dann auch das Ganze im Live-Test von Mitgliedern der FIDO Alliance zertifizieren zu lassen. Ja, und das ist uns gelungen Ende letzten Jahres. Und ja, das war dann die Basis dann auch für eine Cetera natürlich, um das Ganze zu implementieren. Komplettiert haben wir das dann noch natürlich durch ein Web-SDK, das zur Verfügung gestellt wurde und integriert wurde. Und Testing. Ich meine, Kurt hat es schon angesprochen. Da haben wir uns, glaube ich, auch ganz gut ergänzt mit etc. in dieser Testing-Phase, weil es ist nicht alles schwarz oder weiß. Ja? Also es muss schon wirklich auch sichergestellt werden, dass Mobile-Browser, Web-Browser funktionieren, so wie sie sollen. Ja? Oder eben auch nicht. Aber da hast du wahrscheinlich den einen oder anderen Kommentar noch dazu. Ne, Bernhard? Kommen wir gleich zu einer ganz kurzen Nachfrage nochmal zu FIDO. Das ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Sondern FIDO hat ja auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht und ich glaube, die Entwicklung von FIDO ist jetzt an einem Punkt, wo es auch sinnvoll ist, da einzusteigen. Viel früher hätte man wahrscheinlich gar nicht anfangen können. Hätte man, aber dann hätte man den Surfer wahrscheinlich stehen gehabt, ja, und nicht genutzt. Und so haben wir diesen Surfer jetzt in unsere Entersekt Secure Plattform integriert und eine Instanz davon, von dieser Plattform, zusammen mit euren Technikern dann auch installiert bei euch, damit ihr das wieder hosten könnt. Die Spezifikationen, auf die du angesprochen hast, die sind sowieso im Fluss, ja. Aber also es gibt immer wieder neue Entwicklungen, neue Spezifikationsreleases, aber wir sind auf dem letzten und mit 3D Secure 2.3 wird es nochmal viel, viel mehr Dynamik auch bekommen, ne? Weil da FIDO dann so eine Art Mandatierung erfährt, ne? Jetzt zu einer Cetera. Genau. Welche Rolle spielt ihr? Das ist ja dann unser Aufsatzpunkt gewesen, sozusagen. Der FIDO-Server ist dann bei uns die Authentisierungsmethode, um die herum wir dann den 3D Secure Authentisierungsflow bauen müssen, weil das unterscheidet sich natürlich dann im Detail doch ein bisschen von einem App-Flow oder von einem SMS-Flow. Und vielleicht muss man an der Stelle auch nochmal sagen, ich habe auch eben nochmal mit dem geschätzten Kollegen Rudolf Linsenbart gesprochen, ihm ist auch keine andere FIDO-Implementierung so issuerseitig bekannt. Wir sind da also wirklich die Ersten gewesen, die hier gemeinsam das Feld bestellt haben für FIDO. Und Petra, vielleicht nochmal der Hintergrund, warum ja überhaupt das erstmal ins Rollen kam, war ursprünglich, dass es natürlich immer eine gewisse Anzahl auch von Menschen gibt, die nicht unbedingt ein Smartphone und eine App nutzen wollten. Genau. Und wir dann gesagt haben, welche Möglichkeiten gibt es denn noch,
unter anderem mit Hardware-Token oder wie auch immer zu arbeiten. Aber das Hardware-Token, was jetzt hier im Moment eingesetzt wird, ist nicht die Endstation. Also es soll natürlich auch perspektivisch dann die Plattform-Authentikatoren unterstützt werden und eben nicht jetzt nur das Hardware-Token, was eingesteckt werden muss. Das ist der erste Schritt, das funktioniert. Die anderen Sachen werden dann auch peu à peu angegangen. Und weil es eben so ein Projekt war, wo wir auf sehr vielen unbekannten Parametern aufgesetzt haben und einfach gesagt haben, wir machen das jetzt, sind wir auch an der einen oder anderen Stelle durchaus an Hürden gestoßen. Zum Beispiel, dass der Challenge Screen im 3D Secure Flow in der Regel beim Händler in einem iFrame läuft. Der unterstützt per Default erstmal FIDO nicht. Das heißt, man muss da irgendwie aus diesem iFrame raus und ein Fenster öffnen, bei dem wir dann da die Kontrolle übernehmen können, auch ob Web Authentication unterstützt wird. Das funktioniert auch an mancher Stelle etwas unerwartet, weil Händler dort teilweise auch das versuchen zu blocken. Da sprechen wir gerade, wir sind ja als Netcetera Technical Associate bei der EMVCO, mit der EMVCO, dass wir in 3D Secure 2.3 dort ein paar Verbesserungen reinkriegen. Also zum Beispiel, dass das Enabling von Web Authentication, also FIDO, im iFrame direkt vorgeschrieben wird, was dann auch von den Schemes wohl mandatiert wird. Und auch, dass wir im Protokoll erkennen können, also der Händler uns mitliefert, welche FIDO-Möglichkeiten er mit unterstützt. Das ist jetzt der Blick in die Zukunft. Wir kommen wieder, schon ganz schnell. Ja. Wir kommen wieder zurück in die Gegenwart. Genau. Petra, wie ist die Idee entstanden? Wie ist das Projekt gestartet? Das wollen wir bis ins letzte Detail alles wissen, weil man, ihr macht als Pluscard doch SID-Check, da hätte man doch sagen können, das reicht, damit sind wir glücklich und zufrieden. Ja. Also wir waren ja auch sehr mutig und wir waren damals, glaube ich, die Einzigen, die also vor 5 Jahren wirklich nur mit einer App gestartet sind und haben auch viel Kritik bekommen und unsere Sparkassen mussten ein bisschen viel aushalten, weil alle anderen als Alternative SMS, OTP noch angeboten haben. Und die Angst war da, dass es viele gibt, die kein Smartphone haben. Das konnte man einem natürlich nehmen über die Jahre. Ich glaube, diese Gruppe derer, die im Internet unterwegs sind und kein Smartphone haben, die ist sehr gering geworden. Nichtsdestotrotz hatten wir den Instituten versprochen, wir kommen mit einer Alternative. Aber wir wollten kein Nischenprodukt, nichts, was wir irgendwann doch wieder abschaffen möchten. Und wir haben, das hatte ich eben mal in der Pause kurz erwähnt, in der Zeit vor Corona haben wir einmal im Jahr einen Weihnachtsworkshop, wo wir wirklich mit den Dienstleistern zusammensitzen, also wir Pluscard, etc., Intersect und die Kollegen, die für unsere Website zuständig sind und alles mal auf den Tisch werfen. Wo könnte es hingehen, was könnten wir noch machen? Und wir haben sehr früh gesagt, wir brauchen noch eine Alternative, aber es soll was sein, was Zukunft hat. Und ich glaube, es war tatsächlich schon 2018, habt ihr FIDO das erste Mal erwähnt und wir sind hellhörig geworden. Ja. Und damit haben wir uns viel länger schwanger getragen, als wir es selber gedacht hätten, tatsächlich. Und es hat auch intern ein bisschen was gekostet, weil es war uns klar, dass wir früh sind. Es war uns bis zum Schluss nicht klar, dass wir die allerersten sind, die es für 3DS nutzen. Wir haben aber das Potenzial gesehen. Also das, was Bernhard eben aufgezählt hat, das ist die Reise, da geht's hin. Das heißt, das ist jetzt ein kleiner Schritt. Wir glauben auch gar nicht, dass wir so viele Kunden damit im Moment anlocken. Aber je weiter sich das verbreitet, je mehr mitspielen und spielen sehr viele mit. Ja. Und wenn ich als Kunde mit dem FIDO-Token mich vielleicht in einen E-Mail-Account mich einwähle oder morgens authentifiziere, wenn ich den Rechner hochfahre und dann irgendwann mitbekomme, hey, wie cool, das kann ich hier jetzt auch für 3D Secure nutzen. Oh, und da wird es hingehen. Und dass wir uns da vielleicht auch selber ein bisschen was abgraben von der App, okay, das ist nur natürlich. Und wir freuen uns einfach auf die Reise. Wir freuen uns tatsächlich, dass wir hier eine Möglichkeit in den Raum geworfen haben, wo ein Kunde sagt, ey, das ist aber mal cool. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendein Kunde sagt, ich gehe zur Sparkasse, weil die FIDO haben. So weit, das glaube ich nicht. Aber das anbieten zu können, in Kombi, wie Kurt eben auch sagte, mit einer tollen Authentifizierungsstrategie, das ist echt eine coole Sache. Dann verlierst du zumindest die Kunden nicht. Das war ja das, was Kurt gesagt hatte, diese 12%, die nicht enrolled sind, die sollte man vielleicht auch versuchen abzuholen, um diese Conversion nicht zu verlieren. Ja. Und das Problem ist ja immer, wir in unserer Blase, wir denken so, habe ich auch gedacht, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, deine Präsentation, um Gottes Willen, was ist das denn mit Briefpost und hast du nicht gesehen und ein Hardware-Token, was soll das denn? Aber
es gibt eben Kunden, die ticken so und die wollen das ja. so und dann muss man es ihnen halt anbieten, um die nicht abzuhängen oder zu verlieren. Das, denke ich, ist auch ganz wichtig, dass man nicht von sich selbst ausgeht als Nabel der Welt, sondern einfach mal das Ohr an den Markt legt und guckt, was die Kunden da machen und was die wollen. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Da sind wir dann schon bei dem Thema, also das Ganze kostet natürlich auch, klar, aber es hat ja nicht nur eine Kostenseite, sondern es hat auch eine Seite von Profitabilität im weitesten Sinne. Da kann man ja jetzt noch nicht mit harten Fakten arbeiten, aber welche Hoffnung verbindet ihr damit? Ich sage immer gerne, die Frage jetzt an Uwe oder Bernhard gerichtet, die wären, glaube ich, sehr gut und mit den Dollarzeichen im Auge zu beantworten. Als Ische oder hier nur als Prozessor, ich glaube, die Aussage kam tatsächlich von dir, ihr seid ja erstmal nur Prozessor, ist es in der Tat so, dass es hier erstmal darum geht, dass wir die Kollegen, die Kunden nicht verlieren. Also ich glaube, jede Authentifizierung, die schlecht ist oder jede Authentifizierungsstrategie, die schlecht ist, führt dazu, dass der Kunde frustriert ist und die Karte nicht nutzen möchte. Und es geht halt jetzt erstmal nicht darum zu generieren, sondern erhalten und bei Laune halten und dass der Kunde weiterhin seine Karte einsetzt. Ich habe gerade einen Hinweis bekommen auf Zoom. Heißt das, dass Kurt sich in die Diskussion nochmal einschalten möchte oder? Also es würde mich noch interessieren, wie ihr das auf verschiedenen Geräteklassen macht, zum Beispiel, ob ihr dann irgendwie Tablets auch unterstützen könntet und wie die Zukunft von der Lösung ausschaut, wenn es sozusagen FIDO generell so Authentisierungsstandard wird, auch eingebaut bereits mit zum Beispiel auf Geräten, die zum Beispiel schon einen biometrischen Sensor hat, zum Beispiel mein Notebook hat so einen biometrischen Sensor und könnte ja damit eigentlich FIDO unterstützen schon, ohne noch ein zusätzliches Gerät zu haben. Also es würde mich so interessieren, wie die weitere Reise geplant ist. Also wir sind bereit, wir brauchen hier die freundliche Unterstützung von Etcetera und Intersect. Wir sagen, das hier ist nur der erste Schritt und gerne wollen wir natürlich alles unterstützen. Also auf jeden Fall, in kleinen Schritten. Ja, also vom Prinzip her gehen die Sachen schon. Wir wollten jetzt nur nicht am Anfang mit allen Lösungen gleichzeitig kommen, weil man natürlich auch auf jedem Kanal dann vielleicht auch nochmal spezifisch mit gewissen Hürden zu kämpfen hat. Aber grundsätzlich geht das. Perspektivisch sollen da alle FIDO-Authentikatoren unterstützt werden. Von den Plattform-Authentikatoren, also Windows Hello, iOS, Face ID, Touch ID und so weiter. Ich glaube, der Charme der Lösung liegt darin, dass man jetzt eigentlich sehr viele Facetten mit einer Lösung bedienen kann. Von der Hardware-Token-Briefpost-ID-Lösung für diejenigen, die eben da ein bisschen klassischer unterwegs sind, bis hin dann später zu den Power-Usern, die halt auf ihrem MacBook oder sonst wo dann auch FIDO benutzen. Vielleicht an der Stelle auch nochmal die Unterscheidung. Wir hatten eben schon Delegated Authentication gehört und ganz oft wird FIDO und Delegated Authentication synonym verwendet. Das ist hier nicht so. Wir sprechen also hier wirklich über eine FIDO-Authentisierung, die vom Issuer ausgelöst und kontrolliert wird und nicht von Delegated Authentication, was ja grundsätzlich beim Händler läuft und wo der Händler im Rahmen seiner Login- oder Authentisierungsmöglichkeiten des Shops agiert und da natürlich auch selber die Kontrolle dann über die Webseite hat. Ne? Also es sind zwei sehr unterschiedliche Themen. Ich kann auch noch was zum FIDO-Surfer sagen. Also natürlich unterstützt unser FIDO-Surfer per Definition, ne? Sowohl Roaming Authenticators, also Hardware-Tokens, USB-basiert zum Beispiel, als auch Plattform-Authenticators. Ja? Also das sind die Authentikatoren, die in den Notebooks oder Mobiltelefonen, entweder Stand heute oder in der nahen Zukunft, by default hinterlegt sind. Ja? Also diese Technologie steht zur Verfügung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich denke und glaube, ihr macht den richtigen Schritt, indem ihr ein Kundensegment anfangs bedient, ja, das kein Smartphone hat und möglicherweise kein App bedienen möchte mit einem Hardware-Token und dann den Weg weitergeht in Richtung Plattform-Authenticators.
absolut richtig. Die Browser, die wir uns angeschaut haben und die Browser-Spezifikationen, sei es jetzt iOS oder sei es Android, die ziehen ja auch erst langsam nach. Ja? Also Ende letzten Jahres hat jetzt iOS, also Apple, den Browser so upgegradet, dass Fido verfügbar ist. Und ich glaube, das Timing passt auch, ja, ganz gut. Jetzt agiert ja Pluskart nicht im luftleeren Raum irgendwo, sondern an euch hängen eine ganze Menge Sparkassen. Wie sind die Reaktionen von der Seite? Schreien die jetzt alle Hurra, die haben jetzt endlich eine Lösung für die Kunden, die wir bisher nicht glücklich machen konnten? Oder sagen die, noch mehr Arbeit mit dem ganzen Thema? Nein, tatsächlich verstehen wir uns als Full-Service-Prozesse. Das heißt, wir stellen die Lösung hin und wir nehmen viel ab. Die Sparkassen, wir haben ihnen die Alternative versprochen. Wir haben es selber in unserer Kundenveranstaltung im März dann auch gezeigt. Und die freuen sich, dass was passiert. Und die Reaktionen sind natürlich auch so ein bisschen, sie finden es interessant und schauen jetzt mal. Also auch die Idee hat einfach seinen Charme, dass wir eine Authentifizierung anbieten können, die für mehr geht als 30 Sekur. Und wir wissen ja auch, dass die Kollegen vielleicht im Online-Banking auch schon ein bisschen liebäugeln und sagen, ja, mal gucken, was die Pluskart da macht. Und das wäre natürlich genial. Man könnte sich vorstellen, dass Chiptan vielleicht abgelöst werden könnte. Also da soll die Reise hingehen. Je nachdem, mit wem man spricht, sind die Reaktionen natürlich unterschiedlich. Es gibt welche, die sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Die denken, was macht ihr? Aber wird schon passen. Pluskart war ja immer gut. Ja? Ich glaube, gerade bei der App waren sie ja nervös und sehen, es hat funktioniert und da ist ein großes Vertrauen da. Und um nochmal was von Kurt aufzunehmen, es ist ja auch ein ganz netter Anlass, nochmal von den Sparkassen in die Kommunikation mit ihren Kunden zu gehen und zu sagen, den Kunden zu sagen, hey, wir haben hier was Spannendes für dich. Ja. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss haben wir noch ein kleines Voting vorbereitet. Der Code für das Voting lautet 85238. Wir haben halt diese kleine Hürde für die Teilnehmer draußen extra eingebaut, um mal zu gucken, wie viele das schaffen. Und die Frage lautet, von der starken Kundenauthentifizierung profitieren am meisten die Issuer, die Online-Händler, die Callcenter, weil die jede Menge neue Kundenkontakte bekommen. Oder, das konnte ich mir nicht verkneifen, Intersect und Netzet. Wo ist der Karteninhaber? Wo ist denn da der Karteninhaber? Ich glaube, ich habe es vorgegeben. Der Karteninhaber ist beim Issuer mitgedacht. Okay. So, nochmal den Code 85238. Das Voting ist, glaube ich, gestartet und wir gucken gleich mal, welche Ergebnisse kommen. Seid ihr nicht, Petra, als Issuer der entscheidende Profiteur von starker Kundenauthentifizierung? Oder eure Karteninhaber? Die Karteninhaber. Sie können es nur nicht schätzen, leider. Sie wissen es nicht zu schätzen, was wir tun. Okay. Ich meine, klar, da haben wir lange und oft drüber gesprochen. Der Kunde möchte am liebsten frictionless dadurch. Ja. Gut. Wird dann, also wenn sich das Ganze so weiterentwickelt, wie ich das gerade gehört habe, geht es ja zumindest mal in die Richtung mehr frictionless. Tatsächlich stehen wir da schon sehr gut. Nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit, wie ich von Visa und Mastercard gehört habe. Wir sind bei 2/3, wo wir Ausnahmen zulassen können und dennoch keinen Betrug haben. Ja? Also sehr lieb. Das heißt, das wenn man ja die Waage halten. Die Statistiken von Kurt gerade noch mal in Erinnerung ruft, seid ihr da sehr, sehr weit vorne mit dabei. Ja, in der Tat. Wir nutzen alles, wir nehmen alles mit. So, dann gucken wir mal, ob wir ein Ergebnis haben vom Voting. Okay. Ja, guck. Okay. Jetzt hier nochmal gedreht. Also alle lieben Intersect und etc., das sind nur ein paar Ausreißer, die aus Versehen auf den falschen Button gedrückt haben und ansonsten tatsächlich die Issuer, Klammer auf, mit den Karteninhabern, Klammern zu. Okay, dann sage ich nochmal ganz herzliches Dankeschön in die Runde, dass wir
hier im Prinzip live den Marktstart von des ersten FIDO-Projektes überhaupt miterleben durften. Und wir werden das im Auge behalten und weiter beobachten. Mhm. Und sehr gerne. Bei Gelegenheit weiter drüber sprechen. Herzlichen Dank. Bitte. Und für uns gibt es jetzt eine Stunde Mittagspause. Wir treffen uns dann wieder hier um 13.30 Uhr. Die Teilnehmer draußen im Lande haben alle ein kleines Lunchpaket bekommen, das sie spätestens jetzt, wenn sie es noch nicht geöffnet haben, spätestens jetzt öffnen dürfen. Und für uns gibt es auch eine Kleinigkeit. Wir ersparen aber da dann den Teilnehmern die Live-Übertragung. Das brauchen wir auch nicht. Vielen Dank und wir sehen uns dann gleich nach der Mittagspause wieder. Bis dann. Tschüss. Danke, Frank.